Hallo lieber Löwe und herzlich willkommen zu diesem neuen Reading für dich. Mein Name ist Sirut Sabine und ich möchte jetzt gerne mit dir in die erste Monatshälfte Juli eintauchen. Vom 1. bis zum 15.07. möchte ich gerne mit dir schauen, ja, wie zeigen sich die Energien, was ist wichtig für dich, was fällt vielleicht weg, was verstärkt sich. Also so ganz allgemein mal, aber doch auch mit Fokus auf deine Energie. Ich werde jetzt hier mit dem Orakel 5 Karten herausspringen lassen und dann schauen wir mit dem Tarot, wie sich das Ganze zeigt. Und wir schauen in der Fortsetzung nochmal tiefer auf all das, was ich hier auf den Tisch legen möchte. Ja, lieber Löwe, die zweite Jahreshälfte beginnt. Kannst du das dir denn vorstellen? Es ist abgefahren und ich finde es, ja, es ist ein rasantes Tempo. Wir haben ihn ja hier schon gesehen, den Wagen. Ein rasantes Tempo, was dieses Jahr wirklich an den Tag legt. Und wir sind immer wieder eingeladen, für uns selbst hinzuspüren. Gehen wir mit dem Tempo mit? Gehen wir in die Ruhe? Gehen wir in die Gelassenheit? Oder lassen wir uns, ja, aus der Ruhe bringen, anstacheln? Ja, und manchmal ist es nicht so einfach, da wirklich in der Ruhe und in der Gelassenheit zu bleiben. So, ich möchte jetzt bitte hier noch zwei Karten für meine feurigen Löwen und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier zum Ausdruck bringen möchte. Eine Karte bitte noch für Löwe. 1. bis 15.07. Die Hauptenergie bitte für Löwe. Eine Karte bitte noch. Na, eine einzige Karte noch. Da, die soll es sein. So, meine Lieben, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ach nein, ehe wir uns das Ganze anschauen, holen wir uns noch eine große Arcana-Karte oder ein Ass, je nachdem, welcher Aspekt hier zur Hauptenergie sichtbar werden möchte. Eine Karte bitte. Eine. Nochmal der Wagen. Ich habe ihn gerade schon gesehen, aber es waren zu viele Karten. Das Rad des Schicksals. Oder auch das Glücksrad. Wir schauen es uns an. Ja, den Wagen, wir haben ihn eben schon rausspringen sehen. Hier kommt Bewegung, hier kommen, ja, neue Chancen, neue Möglichkeiten, vielleicht auch ganz neue Richtungen für dich, in die es jetzt gehen darf. Suffering in Silence, das Leiden in der Stille. Die neuen Schwerter, die, ja, Schreckgespenster der Nacht, die dir hier über die Bettdecke huschen. Lassen wir mal, wir schauen mal weiter. Die Harmonie, die Liebenden. Etwas möchte in Balance kommen, etwas möchte in Ausgleich kommen. Vielleicht geht es auch darum, diese neuen Schwerter jetzt zurückzulassen. Die Gerechtigkeit, die Balance, eine Entscheidung, also sehr viele Entscheidungen. Entscheidung über deine Richtung, die Entscheidung auch, dich mit deinen Schreckgespenstern der Nacht zu beschäftigen, ihnen Raum zu geben oder ihnen Einhalt zu gebieten. Die Liebenden,
am Scheideweg, eine Entscheidung. Die Gerechtigkeit, ja, eine Entscheidung. Und das Herzchakra, das finde ich sehr, sehr schön, denn dein Herz darf führen, dein Herz darf in Führung gehen, dein Herz darf das Navi des Wagen hier programmieren, darf Entscheidungen treffen. Und oh, für den ein oder anderen mag es sein, dass sich diese neuen Schwerter hier wie eine schwere Last anfühlen, vielleicht sogar wie eine Strafe anfühlen. Ich bekomme hier sehr stark auch Karma rein, so nach dem Motto, mir darf es nicht gut gehen, weil ich da irgendwann irgendwo was verbockt habe. Ich glaube, diese Entscheidung darfst du lösen oder auch diesen karmischen Vertrag darfst du lösen. Denn mit dem Rat, ja, kommt hier, ich würde sagen, eine neue Bewegung, eine neue, ja, auch eine neue Richtung. Vielleicht wird sogar aus Karma jetzt Dharma, so du dich entscheidest, in deinem Herzen aktiviert zu sein, aus deinem Herzen heraus zu leben, zu entscheiden. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie sich das hier, ja, zeigen möchte, gestalten möchte, wie sich die Themen hier gegebenenfalls auch einfügen. Judgment an der Unterseite, das Gericht. Ich dachte erst, es wäre die Mäßigkeit. Aussteigen aus alten Strukturen, aussteigen aus alten Boxen. So. Was haben wir hier für Löwe? 1. bis 15.7. Die vielen Entscheidungen, die vielen Herzensentscheidungen, die hier das Glücksrad in Bewegung setzen möchten. Noch eine 7, die 7 der Münzen, die Geduld, der geduldige Gärtner. Vielleicht auch ein Aspekt darauf, gut hinzuspüren, also zum einen gut Ding braucht Weile und zum anderen das Leben, auch wenn wir unsere eigenen Pläne haben, unsere eigenen Vorgaben oder Zeitvorstellungen, das Leben hat seinen eigenen Rhythmus und das Leben weiß ganz genau, wann es soweit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Der Page der Schwerter, super genial hier unter den neuen Schwertern und hier darfst du etwas Neues lernen. Das ist hier der Lehrling, vielleicht sogar auch der Zauberlehrling. Hier spüre ich Bewusstwerdung. Hier spüre ich auch ein Hinterfragen der bisherigen Wahrheiten und Glaubenssätze, aber auch wieder der Aspekt der Entscheidung. Mein lieber Löwe, was ist da los bei dir? So viel Entscheidung, so viel vielleicht sogar auch Richtungswechsel. Ich weiß von einem Löwen, die hat schon eine ganz kraftvolle Entscheidung getroffen. Vielleicht zeigt sich das hier nochmal. Vielleicht zeigen sich da auch noch diverse Unsicherheiten oder Ängste, die da hochkommen oder Gedanken. Aber ich glaube, ja, gerade auch mit der Königin der Schwerter geht es hier um Befreiung. Es geht hier darum, dich von alten Themen zu lösen, dich auch von alten Verstrickungen zu lösen. Der Page der Schwerter, der hat hier den Raum geöffnet, für dich hinzuschauen auf diese neuen Schwerter. Was sind diese ganzen Gedanken, die du dir machst? Wo hängst du da vielleicht auch in Gedanken anderer noch fest, in Traurigkeit, in Sorgen, in, ja, hier Leiden in der Stille?
Du befreist dich. Nochmal der Aspekt der Entscheidung. Wow! Und noch einmal das Glücksrad, The Wheel. Und wir schauen auch mal hier, ja. Brauchen wir ihn? Eigentlich nicht, aber schlussendlich dient er uns doch, denn der Teufel macht dich darauf aufmerksam, wo dein Herz vielleicht noch ein bisschen verhärtet ist, wo du noch nicht so ganz im Frieden bist, wo du noch verstrickt in alten Thematiken bist. Der Teufel ist Saturn-Energie. Ich sage das gerne immer wieder dazu, weil Saturn unser strenger Lehrmeister ist. Das ist der Lehrer, der sagt, hey hier, Page der Schwerter, schau da nochmal hin. Welche Glaubenssätze sind da? Welche vielleicht sogar auch Gelübde, Versprechungen, Verträge sind da aktiv? Denn die dürfen sich jetzt definitiv erlösen. Es darf definitiv eine Herzensentscheidung getroffen werden in deinem Leben. Ich habe keine Ahnung, wo du diese Herzensentscheidung triffst, worum es geht. Das, was ich hier allerdings spüre, lieber Löwe, ist, dass deine Energie auf ein nächstes Level gehoben werden möchte. Das nehme ich ganz klar wahr, gerade mit dem Herzchakra. Hier ist eine nächste Stufe erreicht, die weder besser noch schlechter ist als die vorherigen Stufen oder als andere. Mach dir da auch bitte keine Gedanken, andere sind schon so weit und ich komme nicht hinterher. Und ja, dann hängst du hier direkt wieder in diesen Gedankenschleifen. Und da möchtest du dich doch befreien. Du möchtest Klarheit haben. Du möchtest eine Herzensentscheidung treffen, die dich wirklich nach vorne bringt. Eine Herzensentscheidung, die dich wirklich nach vorne bringt. Ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, in welchem Bereich das ist. Das kann in allen Bereichen sein. Partnerschaft, Liebe, Beruf. Also hier kann alles vorkommen. Der Wagen, der spricht von Beruf, die Liebenden natürlich von Partnerschaft und der Teufel sicherlich von Verstrickungen, Abhängigkeiten. Wir schauen uns das jetzt in der Fortsetzung mal tiefer an, mein lieber Löwe, und da holen wir uns noch zusätzliche Informationen. Das, was ich hier sehe, ist, dass du, wie gesagt, den nächsten Schritt gehen kannst, dass du auf dein Herz und auf dein Licht zugehst und dich auch von diesem Weg nicht mehr abbringen lässt, denn es ist ein Herzensweg. So lasse ich das jetzt hier stehen und ich tauche jetzt gerne mit dir gemeinsam in die Fortsetzung ein und ich sage einfach mal bis gleich.